Mädchen lieben Pferde. Urgroßmutter Lilo muss heute dabei sein, denn Urenkelin Paulina wird das kleine Hufeisen reiten. Eine der ersten Reiterprüfungen mit Urkunde. In Hannovers Stadtviertel sind des Öfteren Feste angesagt. Das Kirchenfest in Kirchrode ist klein, aber originell. Thank you.
Vielleicht träum ich nur einen Traum von einem Apfel an einem Baum und einem Tal, in dem er stand, und einem Hungernden, der ihn fand, von einer warmen Hand, die ihn dann pflückt, und von einem Mund, der ihn dann kriegt, von einem Bauch, der Ruhe fühlt, von einem Hauch, der Sehnsucht steht, von einem Lächeln im Gesicht und von einem großen Morgenlicht, von einem Blick, der dafür steht, dass jemand aufgeht, von einer Brücke, einen Fluss, den jemand überqueren muss, von einer großen Kostenzauber. Vielleicht träum ich nur einen Traum von einem Apfel an einem Baum und einem Tal, in dem er stand, und einem Hungernden, der ihn fand, von einer warmen Hand, die ihn dann pflückt, und von einem Mund, der ihn dann kriegt, von einem Bauch, der Ruhe fühlt, und von einem Hauch, der Sehnsucht stillt, von einem Lächeln im Gesicht und von einem großen warmen Licht, von einem Weg, der dafür steht, dass jemand aufgeht, von einer Brücke über einen Fluss, den niemand überqueren muss, von einer großen Kostenzauber her und einem Kuss von einer Fee von süßen Lippen in der Nacht, von eisigen Sternen. Lieber Michael, lieber Schorze, lieber Vater, lieber Männer, liebe Gäste, Feuerwehrkameraden, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Vielen Dank. Ich habe vor 7 Jahren, als ich das letzte Mal König war, gesagt, wenn ich das dritte Mal König werde, dann schlachte ich ein Schwein. Ich habe mir wirklich durchgerechnet, wann ich das Schwein in den Stall stellen muss, damit es so groß ist, dass ihr alle satt werdet, aber noch so klein ist, dass es auf den Viehpfad, der auf der Straße stehen sollte,
es hat alles nicht geklappt und unser Knut, der im Moment im Stall steht, der ist jetzt schon größer als unser Bürgermeister und ich zusammen. So einen großen Spieß gibt es gar nicht. Deshalb habe ich mich für eine andere Lösung entschieden. Es mussten einige Dutzend Schweine, die ich nicht persönlich kenne, ihre Unterschenkel lassen. Die stehen dann für euch bereit. Ich hoffe, ihr habt alle Hunger mitgebracht. Ich danke euch nochmal fürs Kommen. Ich wünsche euch guten Appetit und guten Durst. Entschuldigung, die Musiker bitte. Ja. Hier, jetzt bist du überführt. Du sollst doch nicht rauchen. Ja, welche? Ich rauche, ja, dann, so viel ich will und nehme so viel wie möglich und junge Frauen in den Arm. Kannst du das verantworten? Das kann ich verantworten. Das dauert aber nicht so lange, du, das kostet Geld bei mir.